Polizeihauptkommissar Wolczek. Herr Wolczek, Sie sind ja am Kudamm. Ja. Was geschieht hier? Wir sind heute mit 20 Mann hier am Kurfürstendamm, machen unter anderem eine Geschwindigkeitsüberwachung. Wir überwachen den technischen Zustand von Fahrzeugen, um natürlich auch hier die Raser und auch diese sogenannten Profilierungsfahrten zu unterbinden. In dem Zusammenhang überwachen wir natürlich auch die Busspur. Was habe ich zu beachten, wenn ich mich zum Beispiel auf der Busspur bewegen oder nicht bewegen darf? Sie müssen natürlich darauf achten, wie die Beschilderung ist, ob die Busspur gültig ist, ob Sie dort fahren dürfen oder nicht. Sollten Sie sich in dem Zeitraum, wo die Busspur nicht bzw. aktiv ist, sich darauf befinden, müssen Sie damit rechnen, wenn die Kollegen Sie anhalten, dass Sie ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen. Die Kontrollen laufen schon geraume Zeit. Gab es besondere Vorkommnisse bislang? Inwiefern gab es besondere Vorkommnisse? Wir haben natürlich viele Fahrzeuge kontrolliert, die sogenannte Profilierungsfahrten oder auch illegale Straßenrennen und Autorennen gemacht haben und haben natürlich dann dementsprechende Anzeigen auch verteilt. Und wenn das Fahrzeug nicht den technischen Vorschriften entsprach, haben wir es natürlich auch dann möglicherweise einem Gutachter vorgestellt, um es untersuchen zu lassen.